Experten sind direkt vor Ort. Genau. Komm, geh doch mal hin. Sarah, oder? Komm gerne rum. Hallo, grüß dich erstmal. Hallo. Stell dich doch erstmal vor. Ich bin die Sarah Clausen. Ich bin Senior Product Managerin für Hog bei ETC. Ah, cool. Und du zeigst uns heute mal die Hog so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Sollen wir direkt mal hingehen? Dann erzähl gerne schon ein bisschen was. Ich mach den Mikrohalter, du machst den Fragensteller. Ah, okay, wie immer. Ist doch immer einfach. Es ist so, dass wir auch durchaus die eine oder andere Frage bekommen könnten. Also da bist du aber eigentlich, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin. Ja. Also wir zeigen jetzt die Version 4.0. Wir haben das vor einem Jahr gezeigt als Alpha-Version. Jetzt ist es letzte Woche freigegeben worden. Und das heißt, jeder kann das jetzt runterladen und auf eine Konsole bringen. Wir haben einfach unser ganzes Farbsystem geändert. Mhm. Also früher war es ein bisschen so einfacher, aber die Scheinwerfer sind nicht einfacher geworden, sondern ziemlich komplexer geworden. Und das heißt jetzt, wir haben hier bei ETC haben wir eine ganze Abteilung, die auf diese Mathematik arbeitet, für Farbsteuerung. Okay. Das haben wir in EOS erst entwickelt und jetzt haben wir das nochmal entwickelt für Hog. Und das heißt, dass jeder Scheinwerfer hat jetzt die Farbparameter, die vom Hersteller kommen. Und das heißt auch, dass wir dann diese ganze Mathematikgeschichte haben und Farbräume haben, sodass man in irgendwelche Farbraum eigentlich sprechen kann. Zum Beispiel Hue-Set oder XY oder CMY oder wie man will. Und dann jeder Farbsystem steuern kann, egal welche native Farbsysteme in diesen Scheinwerfer sind. Und das alles gleichzeitig. Und wir haben dann auch eine coole Feature. Zeig das gerne. Das heißt Tint. Und diese Tasten sind einfach so wie plus minus grün oder plus minus gelb oder plus minus heller, dunkler oder sogar wärmer und kühler zum Beispiel. Also Intensität auch auf eine gewisse Weise? Oder? Es ist nicht so unbedingt, also ja, ein bisschen intens. Also, das ist diese Value-Geschichte von einer Farbe. Zum Beispiel, wenn ich alle meine drei CMY-Farben zusammenstelle, dann habe ich Farbe schwarz praktisch. Aber Helligkeit ist immer noch hoch oder dunkel. Ja? Also es ist eine Schwarz von Farbsysteme, sag mal so. Und das heißt, egal ob ich drei Farben da drin habe oder acht Farben da drin habe, ist egal, wenn ich Wärme drücke, dann wird meine Farbe einfach wärmer, also in diese rötliche Richtung geschoben. Das kann sein, ich brauche mehr Rot. Es kann auch sein, dass ich weniger Blau brauche. Es hängt davon ab, wo ich anfange und wie diese Scheinwerfer dann funktionieren. Das hat aber nichts mit der Farbtemperatur zu tun von der Lampe, sondern eher mit dem Rot, mit dem Wert. Mit Farbmischung. Ne? Also egal, wo ich anfange, irgendwelche Farbe und dann kann ich einfach so wärmer, kühler machen oder sagen, diese Farbe ist einfach zu grün. Mhm. Und statt zu wissen, dass ich weniger Cyan brauche oder weniger Minze brauche oder weniger Limette oder wie es heißt, oder mehr Rot eigentlich. Ich drücke drauf und diese Mathematik übernimmt es für mich und es macht es einfach so. Ja. So, es ist viel, wir sagen, es ist nahtlos, es ist einfach eine natürliche Art und Weise, Farb zu steuern, egal welche Systeme man im Rig hat.